Also ich hätte es auch als Efeu abgenommen. Wunderschönen guten Tag, willkommen in der Hood Cuisine. So, heute gibt es eine Bolognese, wer hätte es gedacht, mit geilem Fleisch von die Metzger. Wenn wir Fleisch böllern, dann natürlich nur von die Metzger. Ich habe sowas noch nie gekauft, glaube ich. Staudensellerie. Also ich hätte es auch als Efeu abgenommen. Hier Staudensellerie haben wir im Gebäude. Na klar. Noch was, Leute. Was kam heute? Die haben wir ja schon gekauft. Und heute kam der kleine Bruder davon. Jetzt haben wir zwei Platten. zwei. Ihr wisst Bescheid. Der kleine Bruder von der großen Pfanne. Rinderhack ist 1 Kilo. Knoblauch 10, machen wir 2. Gib mal die Möhrchen. Die Möhren machen wir 3. 2 Zwiebeln. Ey, wo ist der Zwiebeleingang? Und wie gesagt, laut Rezept müssen wir das 5 Stunden kochen. Ich lasse aber so nach 1-2 Stunden, hole ich mal die erste Ladung raus und lasse dann weiter köcheln, damit wir natürlich einen Teller im Stream und reinboxen können. 1,5 Dosen Tomaten, 500-600 Gramm Spaghetti, 125 Gramm Butter, Milch haben wir auch. Peperoncini zerstampft habe ich nirgends gefunden, aber wir haben jetzt einfach, ich habe Peperoni genommen. Aber wie gesagt, erwähnen wir ja immer wieder, jeder macht es einfach so, wie er denkt. So, ne? Gibt so viele verschiedene Meinungen, dies, das, boom, bang, rambazamba. Olivenöl und ein Schuss Weißwein und schön ist es. Nach dem Rezept steht, das Wichtigste an der Bolognese ist das sogenannte Sofrito. Dazu einen ordentlichen Klotz Butter und ein wenig Olivenöl, damit die Butter nicht verbrennt, in eine Pfanne geben. Zwiebeln, Möhren und Staudensellerie putzen bzw. ganz fein hacken und auf möglichst niedriger Flamme mindestens 30 Minuten darin garen, bis das Gemüse schön klar ist. Genau, das machen wir jetzt zuerst. Also wir schnippen jetzt erstmal die Möhren, Staudensellerie und die Zwiebeln, Leute. Das ist auf jeden Fall Number One im Gebäude. Ist ja auch nicht bei allem in der Welt. Leute akzeptieren meistens so ihre eigene Meinung. Ist natürlich bei uns nicht so. Vielleicht kochen wir 20 verschiedene Bolo-Rezepte und alle schmecken geil. Who knows? Nobody knows. Wir versuchen alles, wir testen alles. Erst dann können wir sagen, Schmodder oder nicht Schmodder, ne? 125 Gramm Butter, Leute. Das ist ein Haufen. Habt ihr schon mal wirklich 5 Stunden Bolo köcheln lassen? Was sagt ihr? War so? Ist nicht so? Habt ihr nicht? So, jetzt geht's ab an Staudensellerie. Ganz fein. Ich bin wirklich gespannt, Alter. Ich habe echt noch nie so lange eine Bolle geköchelt. Bei mir war es immer für schnell, schnell, dann, boom, bang, dann, ding, dang, bong, bang, bong. Wisst ihr, was ich meine? Hat man verstanden, ne? Ganz low, erstmal ganz, ganz low. So, das lassen wir jetzt mal hier garen, die ganze Angelegenheit. Und gehen ans Haggis. Oh shit, was ist denn hier los? Bieneneinsatz. Aber easy. Wenn sie will, kochen wir für sie. Wir geben jetzt die Materie hier dazu. Sofrito. Oh, das riecht krass. Das riecht krass. Das riecht krass. Hab schon gesagt, dass es krass riecht. Die Bolognese kann dann gar nicht lang genug köcheln. Ideal wären ca. 5 Stunden. Mindestens 2 Stunden sollten sie aber köcheln. Knoblauch dazu, Bolognese dazu. Meersalz, ganz wichtig, steht dabei. Wie mögt ihr Spaghetti, Leute? Ich feiere al dente. Was sagt ihr? Ja, wir waren die letzte Zeit wirklich oft auf Veggie-Style. Am Wochenende auch geile Veggie-Burger gemacht. Leckere Angelegenheit. Spaß dran haben, das ist das Wichtigste. Ich habe noch nie irgendeine Bolo oder irgendwas so lange einköcheln lassen. Ich stand vom Parmesan vorhin, aber ich wollte nur den Flavor. Weißt du, ein Parmesan ist geil, ich liebe Parmesan, aber es hat halt einen intensiven Flavor. Ich wollte bei der ersten eigenen Bolognese einfach mal ohne Parmigiano. Hier brauchen wir die Reality. Weißt du, was ich meine? Angenommen, wir schneiden es hier als YouTube-Video wieder, ist in der Videobeschreibung Discord, da gibt es immer die Rezepte. Das lassen wir jetzt 4-5 Stunden köcheln, also um 12:30 werden es 5 Stunden. Falls ihr das jetzt im Nachhinein seht auf YouTube, schreibt doch mal in die Kommentare, was euer Lieblingsgericht ist. Was ihr kochen würdet am liebsten. Ich lasse es durchköcheln, aber einen Teller machen wir uns, Leute. Erster Teller der eigenen Bolo. Guckt mal, wie das glitzert und flitzert. Sagt mal.